Hallo meine Buddies, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Diablo 3. Und zwar habe ich euch ja versprochen, wir kämpfen nochmal gegen Maltael, den Endboss auf der Stufe Meister, weil wir da ja so abgelost hatten. Ich war jetzt auch öfter unterwegs, um ein paar Sachen nochmal einzusammeln und gucken mal, ob das ein bisschen besser läuft als das letzte Mal. Da hatte ich ja nicht wirklich Geduld, da wollte ich ja einfach nur draufhauen, bis er umfällt und habe auf seine Spezialattacken nicht so wirklich reagiert. Diesmal werden wir das ein bisschen anders machen. Ja, was ich immer noch nicht genau weiß, der Nebel, den er da macht, was für einen Widerstand man da eigentlich benötigt. Ist es vielleicht Todesenergie? Oh, hier. Schon die erste Spezialattacke habe ich jetzt übersehen, dass er das machen wird. Aber wir leben weiter. Lebe, mein kleiner tapferer Krieger. Lebe. Haut drauf. So. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil irgendwann wird dieser Nebel dann so dicht, dass man fast nur noch in den Nebel reinläuft. Aber immer ein bisschen schwierig ist. Da der einem ganz schön was abzieht. Aber gut, dass wir hier zwei solche Heilbrunnen auch haben bei den Bosskämpfen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, die Kollegen von Blizzard. Und auf höheren Schwierigkeitsgraden braucht man natürlich alleine länger gegen die Endbosse. Und ich sag mal so, zusammen mit mehreren Leuten ist es eigentlich relativ schnell gegessen und man findet natürlich auch mehr Loot. Also es ist im Multiplayer meistens etwas besser, gegen diese ganzen Bosse und Rare-Mobs und so weiter zu kämpfen, auch wenn die dann etwas stärker sind. Aber manchmal nimmt die Stärke gar nicht so sehr zu, wie man das vielleicht denkt. Also letztens auch mit jemandem gespielt und gemerkt, dass das eben leichter geht, wenn man dann doch zu zweit und zu dritt oder vielleicht sogar zu viert ist. Zu viert geht das Ganze natürlich etwas einfacher. Schade ist natürlich, dass der Begleiter so ziemlich wenig aushält und deswegen auch meistens gar nicht so wirklich supporten kann, sondern eher da rumsitzt. Und ihr seht, es läuft eigentlich ganz gut. Auch wenn wir immer mal Gesundheit nachtanken müssen. Oh, jetzt hat er mich mit der Wolke heimlich erwischt. Ich weiß auch nicht, was dieses Schutzschild immer ist. Ah, aber das ist ekelhaft. Nicht treffen lassen von diesen komischen blauen Dingern. Da geht nämlich mal das Leben ganz schön runter. Ich weiß gar nicht, wie es auf Baal ist. Ich denke mal, da wird es auch ziemlich krass sein. Da wird er noch schlimmeren Schaden machen und noch mehr Leben natürlich haben. Also das wird wahrscheinlich auch recht lange dauern. Oh, schnell aus dem Kreis raus. Die Köpfe machen ja auch ganz schön Schaden, wenn sie einen treffen. Ich hatte letztes Mal auf Normal mit meinem anderen Charakter auch einen Kampf gegen Maltael. Und da hat er ziemlich oft diese Köpfe rausgehauen. Das war aber auf Normal oder auf, ne, ich glaube auf Profi war das. Ja, da war ein Charakter, der ist gerade Level 60 geworden und da habe ich dann diesen Maltael auf Level Profi kämpfen. Ja, ganz gut hier. Man kann sich an diesen Minions, die er hier beschwört, auch ein bisschen hochheilen. Und die lassen auch diese Heilkugeln fallen. Das heißt, wenn man dann doch mal etwas weiter unten ist, kann man sich anhand der Heilkugeln dann noch ein bisschen Leben wenigstens holen, solange sie da sind. Wenn man nicht aus Versehen zum Beispiel dran vorbei oder reinläuft. So, jetzt. Ah, naja, gut, drei Viertel geschafft, fast schon die Hälfte. Fast schon die Hälfte geschafft. Ja, wird halt bestimmt gleich ab der Hälfte hier seinen komischen neuen Spezialskill dann auspacken und den Seelenstein zu zerstören. Ich meine, ihr habt es ja alle schon gesehen. Leider noch nicht ganz so einfach für mich hier auf der Stufe. Schade ist auch, wenn man auf Qual nun anfängt zu spielen und spielt auch alle möglichen Sachen durch. Irgendwie findet man einfach nicht das Loot, was man sich erhofft
hat. Also finde sehr viele Sachen, deren Werte halt viel schlechter sind als das, was ich hier anhabe. Obwohl ich eigentlich auch diese Sachen, die ich hier habe, einige auf dem Schwierigkeitsgrad Meister gefunden habe. Und nicht so viele auf Qual. Also ich dachte, auf Qual sind die Gegenstände auch wesentlich besser, aber das scheint nicht zu stimmen. Jetzt holt er hier seine neue Spezialfähigkeit raus. Ich finde auch die Zwischensequenzen immer noch sehr cool und natürlich auch das Outfit von Maltael ziemlich klasse. Mit diesem ganzen Schwarz und allem, dass er quasi den Tod verkörpert. Das haben sie gut gemacht. Erinnert mich trotzdem von der Gestalt her so ein bisschen an den Diablo-Kampf von Diablo 3. Original. Ah, diese fucking Wolken, ja. Ja, und da sind jetzt die Heilkugeln ganz gut. Ah, Hilfe, hinter die Flügel stellen, nicht, dass er mich erwischt mit seinem komischen Gedöns hier. Am besten immer hinter Maltael begeben bei sowas. Damit er einen auch nicht damit trifft. Diese Wolken auch nochmal auftauchen zu lassen. Die Wolken müssen wir echt reduzieren. Vom Schaden her. Vor allen Dingen, wenn es dann so viele sind. Was willst du da machen? Ah, hinter Maltael. Das klappt auch nicht immer. Irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man durch Wolken laufen muss. Weil das Schlimme ist ja, wenn dann alles voller Wolken ist, man läuft nachher durch, wenn man Maltaels Flügeln entkommen will. Und was passiert? Er macht dann diesen Angriff, wo er auf einen zu rast und zieht einem auch nochmal ganz schön Leben ab, weil man dann manchmal nicht direkt mitrechnet. Oh, jetzt erwischt er mich gleich. Schlecht. Ah! Kacke. Und auch noch durch die rote Brühe gelaufen, die auch nochmal Schaden macht. Also im Endeffekt kann man dann meistens nirgendwo mehr hinlaufen, weil alles Schaden macht. Das ist eigentlich ziemlich schade. Man muss hier wirklich sehr viel rennen. Ich kann nicht einfach auf losknüppeln. Oh, wo sind die Flügel? Wo sind die Flügel? Ah, falsche Seite. Nicht außenrum. Das war knapp. Eieieiei. Hat er da wieder gemacht, der Comic. Hat er sich fangen lassen. So, jetzt aber. Schlimm ist auch, wenn man irgendwo steht und plötzlich kommt man nicht mehr weg. Kennt ihr das? Ja, man kämpft gegen die Bosse oder gegen irgendeinen krassen Mob. Und dann stellt man sich irgendwo in die Ecke rein und plötzlich merkt man, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich komme nicht mehr weg. Weil irgendwas da ist, was man nicht sehen kann so richtig. So ein kleiner Mini-Grafik-Fitzel, der einen festhält. Oh, jetzt ist er auch noch weggelaufen von meinen coolen Dingsbums-Fähigkeiten. Ah, Nebel. Du mit deinem... Oh, noch mehr Nebel. So eine Scheiße. Du mit deinem scheiß Nebel. Hör doch mal auf, Alter. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen rennen, bis meine Heiltränke wieder nehmen kann. So, wundervoll. Das war knapp. Wäre er jetzt wirklich was angestürmt. Oh, hinter ihm ist alles voller Nebel. Die Frage ist, was ist schlimmer? Nebel oder... Nebel oder dieses komische Blutflügelzeug? Oder Feuer oder was auch immer das ist. Die Musik ist auch sehr episch, fand ich. Nephalem. Leck mich am Knie. Jetzt sollte es langsam aufs Ende von Maltael zugehen. Ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt kriegen. Langsam, aber sicher. Ach, dieser blöde Schild. Ah ja, fuck ey. Das haben wir echt Pech. Am Ende müssen sich alle. Da ist der Heilbrunnen natürlich. Ah nein, ich komme nicht immer weg. Hilfe! Der Heilbrunnen natürlich in der Wolke drin gewesen. Wenn ich nicht dahin gegangen wäre, wäre ich vielleicht auch gestorben. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Blöder Heilbrunnen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, als Maltael an mich heranstürmte, aber wir haben es ja doch noch geschafft. Yay! Huhu! Auf Meister besiegt. Und hoffentlich droppt was Schönes. Na, droppt? Ja, doch, droppt. Ich hatte jetzt fast vermutet, es droppt nichts. Und ein legendäres Dingsbums. Bangnis des Todes.
legendäres Handwerksmaterial, um das Wickeltuch des Seelenernters herzustellen. Ey, ich habe sogar das Dingsbums hier für das Wickeltuch. Diesen, wie heißt's? Plan. Für das Wickeltuch des Seelenernters. So, gucken wir mal, was haben wir denn? Den Helm. Oh, den finde ich gut. 1004 mit Zähigkeit auch noch extra. Gegen meinen 722er Helm. Und die Heilung ist natürlich auch noch höher. Der macht auch mehr Leben, glaube ich, ne? Vitalität 582. Jetzt habe ich nur 19%. Oh ja, der macht mehr Leben. Der macht eindeutig mehr Leben. Vom Schaden her macht es jetzt nicht zu viel aus, dass man jetzt sagen müsste, oh, mein Schaden geht ja so enorm runter. Mimi. Nee, dann glaube ich, ich behalte den neuen Helm auf und nicht den alten. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Vielleicht wollen wir uns mal angucken, was ich so mit habe an Equipment, damit ihr wisst, mit was ich die Zmaitail eigentlich besiegt habe. Brennende Axt von Sankes. Axt von Sankes hier. Hauptsächlich den Sockel neu reingezaubert. Den hatte ich vorher nicht. Den habe ich mir von der Verzauberin verzaubern lassen. Dann seltener Ring. Das sind die Widerstände, die Stärke und natürlich die kritische Trefferchance sehr gut. Ausschlaggebend gewesen dafür, weil kritische Trefferchance brauchen wir einfach. Hier auch wieder die Trefferchance und der Trefferschaden erhöht durch den Ring. Auch noch ein bisschen Stärke mit drauf, jetzt nicht allzu viel, aber ja, das würden wir erwarten. So, hier haben wir auch nochmal die kritische Trefferchance, die Stärke. Ein bisschen Leben pro Treffer, Life Gain on Hit, das ist immer gut. Widerstand gegen alle Schadensarten, leider keine anderen besonderen Sachen. Hier auch noch nichts Besonderes drin, außer dass es halt sehr viel Leben und Stärke hat und auch die 9% Leben noch mit. Das ist der neue. Schaden auf jeden Fall. Und Stärke und kritische Trefferchance sind hier besonders ins Auge gefallen und deswegen habe ich es auch angelegt. Gegen ein legendäres Amulett umgetauscht, das eben diese Fähigkeiten nicht wirklich vereinen konnte. Dann haben wir noch die Armschienen, auch wieder die Widerstände und die kritische Trefferchance, die sich erhöht, weil die brauchen wir einfach, die kritische Trefferchance. Und was hat man jetzt noch nicht? Die Schuhe. Hier Widerstand gegen alle Schadensarten. Die Widerstände müssen hoch sein. Dann haben wir hier jetzt nichts Besonderes. Hohe Rüstungswert und Widerstände gegen alle Schadensarten mit dem Diamanten drin. Dann der Gürtel, der hat Stärke, die Widerstände und den Schaden von Raserei auch noch erhöht. Und natürlich auch die Heimsuchung, die man bewirkt, wenn man Truhen öffnet. Das ist auch sehr schön. Leider beim Endkampf natürlich keine Truhen dabei. So, die Rüstung hat man, glaube ich, noch nicht. Da habe ich auch nur einen Widerstand reingesockelt mit dem Diamanten. Dann haben wir noch Schaden und Vitalität und Erdbeben. Falls man Erdbeben benutzt, wäre das natürlich super. Und dann natürlich noch ein bisschen Blitzwiderstand an sich. Ja, das waren dann meine Ausrüstungsgegenstände. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja, die zweite Axt ist so ungefähr wie die erste Axt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3 oder ein anderes RPG, wie zum Beispiel Path of Exile. Also meine Buddies, bis dahin. Tschüss!